aus London, Tottenham. Und das hier sind die Details zu den beiden Boxern. Introducing the fighter in the red corner, die rote Ecke mit dem Herausforderer. Er ist 38 Jahre alt, offizielles Kampfgewicht, 75,7 Kilogramm. 1,78 Meter ist er groß, seit 15 Jahren als Profi aktiv mit dieser Statistik. 53 Kämpfe, 43 Siege, 18 davon durch Knockout, ein Unentschieden. Sein Coach Mahmoud Akaway. Aus Sydney, Australia, the challenger, Nader Lionheart Hamdan. Across the ring in the blue corner, der Champion, der Weltmeister in der blauen Ecke. Er ist 30 Jahre alt, bringt genau 75,6 Kilogramm auf die Waage. 1,80 Meter ist er groß, Profi seit dem Jahr 2001 mit dieser Bilanz. 43 Kämpfe. 41 Siege, 23 Mal durch K.O. Sein Trainer, Dirk Chemski, der amtierende Weltmeister aus Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Der Defending Champion, Robert Stieglitz. Wer trägt den WM-Gürtel nach diesem Fight? Hamdan oder Stieglitz? Die Antwort, die gibt's jetzt live aus der Messehalle in Erfurt. Don! Nach der Form von Stieglitz und sehen ihn gegen einen Mann, der kurzfristig eingesprungen ist, aber auch in Vorbereitung auf einen eher unbedeutenden Titel Asien-Pazifik-Meister der WBO war. Und noch zumal eigentlich mit 38 Jahren, mit aller Vorsicht gesagt, sicher nicht der in Anführungsstrichen kommende Mann in diesem Limit bis 76,2 Kilo ist. Trotzdem muss Stieglitz diese Aufgabe erstmal lösen. Viel Gewalt und Druck geschlagen, aber trotzdem Hamdan bleibt stehen. Und ist selber wieder mit rechts zur Stelle. Aufwärtshaken auch drin. Also an der Situation im Duell, am vermeintlichen Ausgang im Moment natürlich keine grundlegenden Veränderungen. Aber auch diese Schläge hier in Runde 10 nähren natürlich auch Zweifel. Wenn Abraham so reinfunken könnte in vergleichbarer Situation, ich weiß nicht, ob das dann so folgenlos weggeschüttelt werden kann. Also spannend wird das allemal. Das große Duell am 25. August, wenn er mehr zurückgeflogen kommt als von einem Nader Hamdan, der ja ohnehin von den letzten 10 Kämpfen nur noch 4 gewonnen hat. Also ich habe es eingangs gesagt, sicherlich nicht der Mann ist, der in diesem Limit in Zukunft alles aufmischen wird und trotzdem zu seinen Chancen kam hier gegen Ende des Kampfes. An der klaren, deutlichen, überlegenen Führung nach Punkten von Robert Stieglitz, um das nochmal zu sagen, gibt es gar keinen Zweifel.
2012, da war er sich sicher, als wir vor den ersten Kämpfen in Offenburg miteinander geredet haben. Das wird mein Jahr, aber in beiden Duellen, sowohl gegen den jungen Henry Weber als auch jetzt wieder hier in dieser 11. Runde gegen Henry, muss er einiges einstecken. Und wir reden hier vom Weltmeister. Das ist ja jetzt immerhin einer der vier großen Verbände. Er hat diesen Titel seit 3 Jahren inne. Beide Boxer sind jetzt die laufen schon die letzten 6 Minuten des Duells mit wirklich guter Kondition. Sicherlich. Ja, aber ich bin mir sicher, auch der Kampf wird in den Foren, wo die Boxverrückten zu Hause sind, noch einmal die Frage anheizen. Reicht das am Ende gegen Arthur Abraham, dann in Berlin oder in Hamburg, wo man sich Ende August treffen will, zum großen Showdown, zur Pflichtverteidigung dann, nachdem dieser Nederhem wahrscheinlich noch einmal in 12 Runden hinlegt. Einer von vielen, vielen hat er 16 Mal über 12 Runden geboxt. Ein Wahnsinn von diesem erfahrenen, ausgebufften Mann. Auch in diesen Aktionen gerade zu sehen, Stieglitz bleibt immer da stehen, wo dieser Schlagtrefferbereich ist. Immer drin in der gefährlichen roten Zone, wo es dann selber auch einschlagen kann. Aber das ist ihm egal, er arbeitet sein Programm runter. Das ist seine Art zu boxen. Schön mal anders angefangen, nicht wieder mit dem Jab nur, sondern mit rechts gleich eingestiegen von Robert Stieglitz. Einmal 3 Minuten noch. Und dann ist der Arbeitstag für Robert Stieglitz und Nederhemden vorüber. Good boy, Ned. Action deep breaths. Okay, Ned. Jetzt atmen wir ruhig und tief durch. Denk an die Körpertreffer. Ein links, ein rechts und dann in den Kopf. Vielleicht ein Doppeljab und dann die rechte. Er steht in dem Schlagbereich. Auch wenn er zurückspringt, setzt nach und setzt die rechte ein. In die Seite und dann den Uppercut nach oben. Baute das ein bisschen auf so. Du machst diese Runde und dann wird es ziemlich eng. Da werden Sie sich sicher Sorgen machen auf der anderen Seite. Nein, also eng wird es aus meiner Sicht mit Sicherheit nicht. Auch wenn Dirk Jemski, der dann die akribische Analyse auch dieser 12 Runden mit seinem Boxer betreiben wird, das Video sich wieder und wieder ansehen wird, natürlich einige Szenen finden wird, wo er sagt, Mensch, da warst du viel zu offen oder da hättest du den Schlag abwarten sollen, dann gegenschlagen sollen. Das ist bei 12 Runden Berufsboxen natürlich auch immer ein Wunschdenken, an 100% da irgendwie heranzukommen. Aber um es nochmal zu sagen, das Boxerherz, der Willen, die Vielzahl der Schläge, das ist schon eindrucksvoll, was Stieglitz da abzieht. Right.
Allerdings, um auch das zu sagen, das haben Sie sicherlich auch im Lauf dieser 12 Runden gemerkt, für ein echtes Duell fehlt es natürlich total an der Spannung. Dafür war das über weite Strecken viel zu einseitig. Minute im Duell Robert Stieglitz gegen Nederhemm. Dann ist dieser Auftakt in den Sonntag vorüber. Und von Hemm kommt jetzt auch nicht mehr die große Schlussoffensive. Er liegt ohnehin nach Punkten deutlich zurück. Sondern das ähnliche Bild wie über weite Strecken. Vielen Treffern. Auch das noch hier in Runde 12. Also in der ausverkauften Halle ist natürlich, ob das der einseitigen Kampfverlauf ist, etwas Ruhe eingekehrt. Aber keiner kann Stieglitz vorwerfen, dass er nichts für sein Geld gemacht hätte. Mit Sicherheit nicht. Ein Wahnsinnsprogramm hier abgespult, das Ganze souverän gewonnen. Und jetzt den Jubel von seinen Fans und seiner Freundin Tatjana Genrich hier, Miss Sachsen-Anhalt. Und immerhin auch dreimal Box-Landesmeisterin. Natürlich auch noch kassiert, zu Recht nach diesem sicheren und souveränen Erfolg. Ich habe den mutigen Mann aus Sydney mehrfach gelobt. Das will ich nochmal unterstreichen, wie der sich hier mit 38 Jahren verkauft hat. Auch das nötigt uns Respekt ab. Am eindeutigen Sieg von Robert Stieglitz kann es keine Fragen geben. Fragen wird es geben, ob das reicht gegen Arthur Abraham. Da bin ich gespannt und freue mich, wie wahrscheinlich mit allen Boxern, die jetzt erst einmal Robert Stieglitz zu diesem Kampf gratulieren dürfen, auf das große Duell. Denn jetzt ist der Weg frei für den 25. August. Gleich mal an den Kalender ran, jetzt um 1.25 Uhr und gleich eingetragen. Abraham gegen Stieglitz. Auch wenn ihr hier Gratulationen kriegt, der Sieger wird er nicht sein. So, wir warten auf das Urteil. Das wird sicherlich auch ganz spannend werden. Haben natürlich immer schon passend zu diesem Kampf im Supermittelgewicht das Duell Abraham Stieglitz beworben, wollen den 14. Juli nicht vergessen, wo sich in der ARD eine sensationell spektakuläre Boxnacht verfolgen lassen wird. Mit Chisora gegen Hay, mit Povetkin gegen Rahman. Aber was Sie noch wissen sollten an diesem Sonntagmorgen, ist das Ergebnis vom Kampf Stieglitz gegen Hemm. Bitte. Meine Damen und Herren, hier ist das offizielle Urteil. Paul Thomas wertet den Kampf 120-108, 121-08. Manuel Oliver Palomo wertet den Kampf 117-111, 117-111. Und Ingo Barabas wertet den Kampf ebenfalls 117-111, 117-111. All three for the winner. Robert Stieglitz! Weiterhin Weltmeister der WBO im Supermittelgewicht. Da, das ist der Bruder im Bild als Gratulant. Wir brauchen uns jetzt mit dem Punkturteil nicht aufhalten. Es ist eindeutig genug. Ich weiß nicht, wie er drei Runden gewonnen haben.